Wir fahren heute ein bisschen Formula 1, also Formula 1, 2013 frisch rausgekommen und wir legen schon los bei den Young Drivers Tests. Also auf dem Yas Marina Circuit, müsste in Abu Dhabi sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hören wir mal zu. Okay. Also Gas und Bremse. Gas. Bremse. Passt. Ganz nach links, ganz nach rechts. Ja, funktionieren. Funktionieren! Danke! Rauf, runter, passt. Ja, du halt weiter. Husch. Ach Gott, muss man die wirklich immer wieder machen? Habe ich schon bei 2012 gehasst. Hold on, hold on. Ich weiß, ich kenne diese Tests, Options, Driving Assists. Na, ABS, das brauchen wir nicht. Das Manual, Pit Assist, brauchen wir nicht. Pit Cameras brauchen wir nicht. Das Passwort. Customize Config. Geh ab, geht down, das passt. Das werden wir da hinlegen. Change Camera. Das werden wir da hinlegen. Das werden wir da hinlegen. Das. Pause kommt dahin. Das ist da und der ist es da. Push to talk? What? Sag mir nicht, dass ich das brauchen werde, weil sonst haben wir ein Problem. Advanced Wheel Settings, Steering Dead Zone. So weit, so gut. Cockpit Cam, Audio, Passwort auch. Scheinbar gibt es Push to Talk, vielleicht werde ich das demnächst mal ausprobieren. Ah ja, genau, es gibt ja kein Kerster am Anfang, weil sie das ja nicht möchten. Na, ein bisschen dead sind wir halt doch ganz nett gewesen. Ach nein! Ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, ist halt schön, dass dort die Nummern stehen, wenn mir das genau nichts hilft. Codemasters? Meh. Genau. Bisschen meh. Deadzone einstellen, zumindest 1%, weil das ist mir zu wackelig. Halleluja! Das erste hätten wir mal. Nein! Ach Gott. Bla. The delivery can be very violent, so you must be careful to be smooth and precise with all your inputs so that you don't unsettle the car and cause a spin. At speed, the car's aerodynamics generate a lot of downforce, forcing the car to the track. To work efficiently with downforce, you should put a lot of force into the brake pedal initially, slowly reducing the pressure as they turn in for the corner, as you'll have less grip at this stage and be asking the tires to work harder. When navigating a corner, stay as wide as possible before sweeping in to clip the corner's apex, taking as straight a line as possible. This allows you to get on the accelerator earlier. Codemasters, nur ein kleiner Tipp, vielleicht ist im nächsten Spiel, dass man das skippen kann. Weil ich habe 2010, 2011, 2012 und 2013 jetzt mit dem Teil gespielt und ich glaube, ich weiß, wie man dieses Auto steuert. Also nur so. Sein nebenbei angemerkt, außer ich habe den Key nicht gefunden, das kann durchaus sein. Aber ich bezweifle es mal vorsichtig. So, dann werden wir da mal so ein bis zwei Deadlock. Dead Zone,
Ja, das müsste reichen eigentlich. For this test, we need you to accelerate towards the hairpin, turn in at the correct point, hit the apex and accelerate past 297 kph out of the corner. We need you to stop in the... Okay. Whoa! Oh yeah, right, I remember that. Play button and use the controls to rewind time. Hit the flashback button to restart the action before the damage occurs. So nicht, dass ich diesen Button jemals brauchen werde, aber hey, whatever. Baseline Performance Test. Na, schauen wir mal, was sie da von uns erwarten. Time to try stringing together a couple of corners. Turn in so you hit the corner's apex and get on the gas early as you exit. We need you to stop in the designated area at the end of the straight to complete the test. Alright. Oh, scheiße, die waren an. Das... ich glaube, das werden wir nochmal machen müssen. Kann ein bisschen knapp im Target werden. Ach Quatsch. Geht sich schon aus. Ja, ich habe die Kurve am Anfang ein wenig unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Anfangsschikane ist sehr unterschätzt. The Kinetic Energy Recovery System, better known as KERS, allows drivers to deliver an additional 80 bhp of power at the press of a button. KERS can be used at any time in any session and can be used for overtaking or defending. Deploying KERS in the low gears gives the best return and can pay off greatly when used at the start. KERS works by collecting the kinetic energy released under braking and storing the charge. Drivers are allowed 7 seconds of charge per lap. The KERS system can at times 6.6, I believe, not 7, but hey, who cares? They're just feeding you with technical information. Sie füttern einen mit technischer Information und dann wollen sie nicht einmal die Kommastelle genau sagen. Super. Ganz toll, wirklich Codemasters, what the fuck. Ja, bladibla. Cursant DRS System Check. Ja, von mir aus. Sollen wir rechts haben. Okay, before we start, I want you to perform a quick systems check for KERS and DRS. Press and hold the KERS button for me, please. Nee. Great. Now try activating. Okay, you've got a car ahead of you who look. Oh! Wow! Jetzt wäre ich fast noch auf die Bremse gestiegen. Oder ich bin sogar kurz auf die Bremse gestiegen. Weil ich mir gedacht habe, da kommt wieder eine Braking Zone auf mich zu. Glück gehabt.
Okay. Gut, das ging ja noch relativ simpel da gerade. Ah, na okay, ich muss zugeben, es war schon, kam mir schon leicht näher. Ja, Primes, Options, Intermediates und Heavyweights. Danke. Wies mal, schon. AFK, es sie holen. Intermediates are best used when the track is damp, and wets should only be used in heavy rain. The best drivers don't take too much life out of their tires. So, you know that. This allows them to have more race strategies open to them, as well as allowing them to run tires with more grip for longer. The best way to avoid excessive tire wear is by being smooth with your throttle, brake and steering inputs, and avoiding sliding the car out of corners and causing wheel spin, which will destroy tire life. Excellent work. That's the end of day one. Okay. Falls es jemanden interessiert, ich werde das Spiel demnächst öfter spielen. Wahrscheinlich auch mit meiner Webcam an, damit ihr sehen könnt, wie ich da an dem wunderbaren Lenkrad werke. Es werden wahrscheinlich 100% Rennen sein, also volle Renndistanz. Mit einem langen Wochenende, also allen drei Free Practices, allen drei Qualifying Sessions und dem Rennen. Würde mich natürlich immer über Zuschauer freuen, aber wenn nicht, dann halt nicht. Was auch immer der Fahrer da jetzt noch aufführt und warum er da so herumwackelt. Mal, Karre steht eh schon. Insofern, ja. Fix your games, Codemasters, wirklich. Okay. Das ist, wow, das war... Was? Bronze? Nochmal. Nein. Nochmal. Es geht sich aus, ich war nur so zögerlich. Oh.
You've now got some experience. Sigma? Bitte. Wow, ich glaube, einmal probiere ich es noch. Ja, ich will Gold haben. Interessiert mich nicht. Ich will Gold haben. Bei den Tests kann man eh noch. Entschuldigung. Verzeihung. Ah, ich hört besser. Ich trau mich nur mit dem Auto noch nicht so ganz. Dammit! Nochmal. Startwachschasse. Come on! Gehen wir nicht auf die Eier. Okay. So Frechheit. Okay, Regen wird nicht meine beste Disziplin in diesem Spiel sein. Befürchte ich. Immer Stückel näher. Immer näher, immer näher, immer näher. Irgendwann geht sich schon aus. Schon! Ah, das gibt's ja gar nicht! Hundertste Sekunde fehlt mir noch! Thank you.
gar nicht wirklich. Eigentlich hätte ich mir gedacht, das habe ich jetzt besser gefahren. Scheinbar nicht. Also das bin ich jetzt besser gefahren. Überhaupt Chance. We want to see how the car perf- Wow! Was führe ich denn jetzt auf? Ach Gott im Himmel. We want to see how the car- Diese Curbs sollte man vermeiden. Ja, dann bleibt's halt bei Silva. Scheiß der Hund drauf, langsam wirklich. Scheiß der Hund drauf. Trockene Strecke. Ich meine, was sollen die scheiß Racer denn überhaupt darstellen? Seriously. In this test we'll be seeing how the car- Halleluja. Tire Wear Test. Interessant. Oh, mit roten Reifen. Yeah, like this is gonna end well. Nochmal. Nochmal.
Ja, weil ich den einen Apex verfehlt habe. Weil ich den einen einzigen Apex verfehlt habe. Ja, nix so was, der da. Danke, geht doch. Okay, so we filled the car with just enough fuel to complete this test. Drive one lap. Wow, that was stupid. Gleich am Anfang Cursor drücken. Nein! Replay. Lore. Mhm. Was willst du von mir? 1,50? Oder wie? Die wollen wirklich 1,50. Na, was war's? Meine Teams sind freigeschalten. Die ich will. Glaube ich. Man wird sie sehen. Okay, it's been a great couple of days. The last thing we want.
Wow, das war schlecht. Sorry, wenn ich jetzt nichts rede, aber ich versuche mich zu konzentrieren. Oh, der macht mir die Tür zu. Oder auch nicht. Gut, das war eine Berührung meinerseits. Das tut mir leid. Wow, funktionierende Rückspiegel. Sie haben es endlich zusammengebracht. Jetzt sehe ich es erst, sie haben funktionierende Rückspiegel eingebaut, endlich! Ja, dann screw you guys, I'm gonna go home. Wirklich. I'm gonna go home. Okay. So, jetzt darf ich mir dann Helm aussuchen. Ist auch irgendein irgendein schönes Modell vielleicht, das was nicht allzu peinlich ist. Da sind die aus Formel 1 2010, sehr gut. Das meine müsste da dabei sein. 37 merke ich mal. Entweder 37 oder 30. Ich glaube, ich bleib bei 30. Ja, ich nehme den mal. Ja, ich schau mal gleich in die Karriere. Karriere. So. Gleich fährt mal. Ach bitte. Bladibla. The email system provides you with key information throughout the season, so it's important to check here regularly. At the top of the screen is the race calendar. You'll notice that some races have icons associated with them. These indicate that something special will happen at that weekend. You can view a guide to each circuit by selecting it in the calendar and pressing to view more information. Towards the end of the season, you may receive contract offers from certain teams. This will depend upon your performance out on track, so aim to make every race count. You could be in a prestigious position next season. That's the key features of the Career Hub. Be sure to have a look around before you go out on track.
Verzeihung, da hat sich ein Telefonat dazwischen gedrängt. So, schauen wir uns da mal um. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? Ah ja, genau, jetzt habe ich wahrscheinlich auf nächstes Rennen gedrückt. Blöd gelaufen, eigentlich wollte ich noch was ändern. Aber gut, vielleicht kann ich das... Oh! Sehr schön. Hey, welcome to the garage. Let me show you... Ja, ich kenne das doch alles schon. When you're ready to go out onto the track, skip sessions, or just want to know what your session objectives are, then you just need to ask. Session options. Main menu kurz. Eigentlich wollte ich so nicht dran gerade. Ah, oh, nette, hübsche neue Hintergründe haben sie. Resettings. Long Weekend ist mal okay. Das stellen wir so an. Backfirm ist auch okay. Was haben wir denn da? Breaking Assist brauchen wir nicht. Da werden wir mal auf Intermediate gehen, mal vorsichtig. Wenn es zu leicht ist, kann man immer noch ändern. Aber ich glaube, so lassen wir es mal. Schöne neue Hintergründe haben sie, das muss man ihnen lassen. Schöne Ladescreens. So. Ich fahre noch eine Runde. Dann werde ich quitten. Und man sieht sich nächste Woche wahrscheinlich wieder. Nur für alle zur Information. Werde ich aber zuerst mal das Setup einschalten. Oh mein Gott, was haben sie da alles verändert? Okay. Ich meine, gut, da ist nicht viel verändert worden. Außer dem. Aber das war eh schon im 2012er so. Und sie haben halt endlich da einen ordentlichen Hintergrund eingebaut. We'll make the changes you requested. Prime geben sie mir. Okay. Wie gesagt, eine Runde werden wir fahren. Die wird aber flying sein. Wir uns mal da an das Auto gewöhnen können. Kommt in die erste. Raus beschleunigen. Dann mit dem Gasfuß vorsichtig sein. Und DRS und Chaos ausnutzen. Da den Anker werfen. Da nochmal Anker werfen. Schade, dass es da keine DRS-Zone mehr gibt, weil die hat mir früher sehr viel geholfen. Das müsste auch so eigentlich eine relativ gute Zeit werden. Bis auf den Scheiß da jetzt.
weil er zu früh auf den DRS-Knopf drückt und deshalb ist das DRS nicht angegangen. Das ist ganz toll. So, schauen wir uns die Zahl an. Beziehungsweise. Ah ja, da. Kann ich da vielleicht ein bisschen mehr Gas geben? Ah ja, Accelerate Time. Das ist wo? Da, beim Shift-Up-Knopf. Okay. Weil wenn ich da wirklich Erster bleibe, dann werde ich die Difficulty wieder... Okay. Wobei, das müsste sich eigentlich ausgehen, dass ich das nochmal überbiete. Weil meine Runde war einfach scheiße. Lass uns mal vorspulen ein wenig. Dann werden wir noch einen Go machen. Auch wieder auf Primes, aber der halt. Werden wir uns anstrengen. Ja. Passt schon. Go to track, Flying Lap, danke. Motor hoch und geht schon, ab geht die Lotse. Hui, schöner Drift gerade. Screw you! Gut, dann muss ich noch eine fahren. Auch rechts an. Wie viel Sprit habe ich mit? Ja, es geht sich aus. Könnte sich knapp ausgehen. Ja, es geht sich aus.
Und damit werde ich wohl oder übel die Schwierigkeitsstufe hochdrehen müssen. Denn das kann nicht sein. Ja, komm. So viel Vorsprung. Nein. Ja, wir werden die DKI-Stufe höher drinnen. Wenn ich das nächste Mal spiele. Also nicht heute. Ich weiß noch nicht, ob es morgen ist oder ob ich vielleicht doch heute nochmal spiele. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, liebe Leute, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schönes Wochenende noch, auch von mir. Genießt noch ein bisschen die Musik, so die letzten 10 Sekunden oder so. Und ja. Have fun and see you later.